Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Vater des Wissens. Ja, in der Vorlesungsreihe der Biodiversität sind wir jetzt bei der 15. Vorlesung angekommen. Und mit der Hoffnung, irgendwann zu den Säugetieren rauszukommen, müssen wir uns jetzt erst einmal mit den Euteriodontia beschäftigen. Ja, dazu gehen wir wie immer vor, dass wir uns erstmal deren Taxonomie genauer anschauen und dann ihre Untergruppen. Das sind bei denen die Bestienköpfer Pterocephalia und die Hundezähner Cynodontia. Deren Untergruppen wiederum sind die gekerbten Kiefler Carassognathus, die Vorhundkrokodile Procynosuchus, Twinia und die Nachhundezähner Epicynodontia, die den Säuger noch am nächsten sind, beziehungsweise die Säuger beinhalten, weswegen wir uns dort weiter ihre Taxonomie und ihre Untergruppen anschauen. Die da sind Hundeechsen-Cynosaurus, Galesauridae, Trinaxodontidae, Platycranielus und die Warenhundezähner Euxynodontia. Anhand der ausgestorbenen Zeichen, also der Totenkreuze, seht ihr, viele Gruppen sind hier ausgestorben, das heißt, zu denen gibt es in der Regel auch nicht viel zu erzählen. Deswegen sieht die Einteilung hier eigentlich viel, viel mehr aus als der Inhalt, der hier gleich folgt. Fangen wir wie immer an mit einer kleinen Wiederholung. Und zwar der postorbitale Schädelknochen, der sich oberhalb der Nasenregion befand, der wurde bei den Euteriodontia zurückgebildet und ging verloren. Und die Gruppen lassen sich die Bestienköpfer Pterocephalia und die andere Unterordnung, die Hundezähner Cynodontia, einteilen, wobei die Bestienköpfe ausgestorben sind. Deren Unterordnung starb vor 237 Millionen Jahren im Mitteltrias aus und weist eigentlich zwei wesentliche Apomorphien auf, und zwar die Erweiterung des Temporalfensters im Schädel, wodurch mehr Platz für Kiefermuskulatur entstand, als auch die reduzierende Fang auf die heutige Säugetierverlangenformel 2-3-3-3. Und wenn wir uns an die eigene Hand schauen, als Säugetier, dann erkennen wir das auch, der Daumen hat zwei Phalangen und unsere anderen vier Finger haben jeweils drei. Mediziner haben deswegen die Angewohnheit zu sagen, der Mensch hat vier Finger und einen Daumen. Gut, mag für die Mediziner schön und richtig sein. Man kann mit denen dann nebenbei auch sehr interessant streiten, obwohl man das gar nicht will. Für Biologen, und das sind wir jetzt hier innerhalb der Vorlesung zumindest, sind das fünf Finger. Egal wie viele Phalangen das sind, gibt ja auch Gliedmaßen, die vier oder fünf Phalangen haben. Und für die haben wir auch keine extra Begriffe dafür. Gut, soviel zu dem Thema. Weiter gehen wir im Text, dass die Lendenwirbeln kleine Rippen aufweisen und das Darmbein fingerartige Verlängerungen aufweist. Und nochmal kurz zu den Phalangen was Spannendes zu sagen. Das heißt, die Phalangen sind schon sehr fortgeschritten. Säugetiere sind ja evolutionstechnisch gesehen die fortgeschrittensten Lebewesen. Aber die Bestienköpfer sind trotzdem ausgestorben. Und die andere Untergruppe, die dann kommt, die werden feststellen, hat andere Phalangen, die nicht so modern sind, lebt aber noch, weil wir Säuger zählen dazu. Wichtig noch, die meisten Vertreter waren karnivor und terrestrisch. Denn die Hundezähner, der dritte Punkt hier, die Cynodontia, die umfassen heute nur noch die Säugetiere. Alle anderen Untergruppen sind ausgestorben. Das heißt, alle modernen, sprich der Säuger, haben hier 2 und 4 mal die 3 als Phalangenformel. Aber die anderen Ausgestorbenen hatten normalerweise erst 2, 3, 4, 4, 3 und waren damit anfänglich in Anführungszeichen noch nicht so modern. Das Massenaussterben in Trias bot Raum für neu zu besiedelnde ökologische Nischen. Und das nutzen die Hundezähner für eine schnelle adaptive Radiation. Das bedeutet so viel wie, dass sich eine Gruppe, hier in dem Fall die Hundezähner, sich darauf spezialisiert haben, alle möglichst vielen frei gewordenen ökologischen Nischen zu besiedeln. Und dadurch, dass verschiedene Umgebungen sind, waren verschiedene evolutive Anpassungen nötig, sodass die ganzen unteren Gruppen, also die Untertaxone, spezielle Anpassungen haben, was auch damit begründet ist, warum wir Säugetiere, also nicht nur wir als Mensch, sondern auch zu dem wir gehören, die ganzen Säugetiere, so unglaublich vielseitig sind und so viele verschiedene Merkmale haben, was daran halt, wie gesagt, lag, durch das Aussterben waren viele Nischen frei, es waren viele Anpassungen notwendig und auf einmal hatten wir jetzt ganz viele verschiedene Eigenschaften innerhalb einer großen Gruppe. Deswegen nochmal die wichtigsten Apomorphien, die wir eigentlich überall finden, zumindest weitgehend. Breite Schläfenregion und weit ausladendes Jochbein. Das Vorhandensein von sekundärem Gaumen, welcher Atem- und Nahrungsweg trennt. Wir Menschen haben das nicht mehr direkt. Wir haben zwar eine eigene Speiseröhre und eine eigene Luftröhre, aber ja, die komplette Trennung ist nicht vorhanden. Wir haben Ansätze für zwei Kopfgelenke am Hinterkopf. Vier Kreuzwirbel liegen vor.
Im Unterkiefer sind 7 bis 13 Backenzähne vorhanden, die bereits im Molare und Prämolare unterschieden werden können. Und wenn wir uns die Taxonomie anschauen, können wir sagen, dass sich unsere Hundezähne an folgende Untergruppen gliedern: die gekerbten Kiefler, Crassognathus, das ist eine Gattung. Eine weitere Gattung sind die Pfoenkrokodile, Proctinosaurus, die Gattung der Twinia und die heute noch existierenden Nachhundezähne, Epicynodontia, die ranglos sind und zu denen wir auch zählen. Zu den gekerbten Kieflern und Crassognathus können wir sagen, dass bisher nur ein Fossil dieser Gattung existiert, welches auf dem Oberperm vor ca. 254 Millionen datiert wurde, sodass diese wahrscheinlich beim Massensterben des Perms, welches das Perm vor 252 Millionen Jahren beendete, ausgestorben ist. Die Gattung hält nur die Art Crassognathus gracilis, welche aufgrund des unvollständigen Fossils, das 2007 nahe Fraserburg in Südafrika gefunden wurde, und den vielen anderen Fossilien kaum Rückschlüsse zulässt. Dann haben wir auch die Pfoenkrokodile, die Procynosaurus. Die starb vor ca. 251 Millionen Jahren im Oberperm aus. Und man vermutet, dass die Vertreter wahrscheinlich semi-aquatisch lebten, da ihre Hinterkörper sehr beweglich waren und einen seitlich abgeflachten Schwanz aufwiesen. Und das hat halt bei der Fortbewegung im Wasser eine größere Oberfläche und führt damit zu einem besseren Antrieb, da mehr Wasser verdrängt werden konnte. Da dieser Körperbau ähnlich jenem der Krokodile ist, trägt die Gattung daher den Namen Vorhundkrokodile. Und es wird vermutet, dass sie wahrscheinlich Fischfresser, also Piscivoren, waren. Die Twinia, die starben vor ca. 254 Millionen Jahren im Oberperm aus. Bisher gibt es hier auch leider nur ein einziges Fossil. Und daher ist die taxonomische Stellung sehr, sehr unsicher. Typisches Merkmal ist ein sehr großes Temporalfenster. Und wahrscheinlich waren sie Omnivoren, also Allesfresser, da das Gebiss bereits Schneide-, Eck- als auch Backenzähne aufwies. Dann haben wir noch die Nachhundezähne, die Epicynodontia. Wie gesagt, schon mal ranglos und sie überlebten bis heute in Form der Säugetiere. Die verwandtschaftlichen Beziehungen beruhen einerseits auf genetischen Analysen als auch auf das zeitliche Auftreten, so dass die Gruppe nicht durch Merkmale definiert ist, was immer ein bisschen unangenehm ist. Und wenn wir uns daher ihre Taxonomie mal anschauen, haben wir hier die Hundeechsen, Cynosaurus, das ist eine Gattung, die Familie der Galesauridae, die Familie der Trynaxodontidae, die Gattung der Platycranielus und die ranglosen wahren Hundezähne Eucynodontia. Ja, zu den Hundeechsen Cynosaurus lässt sich sagen, dass sie im späten Perm vor ca. 254,1 Millionen Jahren ausgestorben sind. Die morphologischen Apomorphien beruhen maßgeblich auf die Ausformung des Schädels, und zwar nahe des parietale Foramen, das ist ein kleiner Bereich des Schädels, der sich überhalb der Augen befindet. Dort befindet sich dann ein spitzer Sagittalkamm, der zum parietalen Foramen hin abgeflacht ist. Der Nasenraum wird durch einen Septomaxilla genannten Knochen vom Mundraum getrennt. Ihr seht, total perfekte Unterscheidungsmerkmale fällen sofort auf den ersten Blick auf. Natürlich nicht, es ist echt schwer. Und last but not least, ein verbreiteter Zahnersatz, Cingulum, der fehlt bei den Eckzähnen. Da hat man noch eine kleine Chance, das relativ einfach auch zu erkennen. Dann haben wir die Galesauridae. Die starben vor 250 Millionen Jahren im Perm aus. Ihre morphologischen Apomorphien beruhen maßgeblich auf die Ausform des Schädels und ähneln leider sehr den Hundeechsen, denn hier wird der Nasenraum durch einen Septomaxilla genannten Knochen vom Mundraum getrennt, das kommt inzwischen bekannt vor. Und das Schädelfenster, Temporal Fenestre, ist recht groß, nicht jedoch so groß wie bei weiterentwickelten Nachhundezähnen, also auch ein sehr, sehr schweres Abgrenzungsmerkmal. Ja, dann haben wir noch die Trynaxodontidae. Die starben im frühen Trias vor ca. 247 Millionen Jahren aus. Einziges besonderes Merkmal ist das Vorhandensein eines Septomaxilla genannten Knochens, den kennen wir, der hat Nasen- und Mundraum getrennt. Allerdings ist er knöchern verstärkt. Da die weiteren Unterscheidungsmerkmale rein genetisch definiert und daher nicht hinreichend belegt sind, steht die Gruppe in Verdacht, paraphyletisch zu sein, sprich, man vermutet, dass sie gar keine echte verwandtschaftliche Beziehung haben, das heißt, wenn dies vermutlich stimmt, wird die Gruppe irgendwann aufgelöst und die darin vorhandenen Gruppen auf andere verteilt.
Dann haben wir die Platycranielus. Die starben früher in Trias aus. Hier weiß man es nicht genau wann. Es gibt keine genauen Angaben dazu. Man kann höchstens noch sagen, dass Fossilienfunde im heutigen Südafrika gefunden wurden. Und das war eigentlich schon der ganze Forschungsstand. Man weiß da wirklich nicht viel drüber. Worüber man ein bisschen mehr weiß, die waren Hundezähne, Eucynodontia, nicht zuletzt darum, weil wir dazugehören. Und die setzen sich aus den Säugetieren und den restlichen Cynodontia zusammen, die nicht in eine der anderen Gruppen fallen. Sie sind bis heute rezent, klar, Säugetiere gibt es noch, und sehr divers in ihrer Anatomie, Morphologie und Physiologie, was halt mit dieser adaptiven Radiation zu tun hatte. Damit sind wir mit den Theorieteil durch. Ja, ich gebe zu, es war diesmal wirklich sehr trocken, aber ihr habt gesehen, da war auch nicht viel rauszuholen. Dennoch würde ich euch bitten, dass ihr versucht, die Übungen, die ich mir ausgedacht habe, zu lösen, indem ihr das Video pausiert, Stift und Papier oder irgendein anderes Medium, Laptop, was weiß ich, zur Hilfe nehmt und einfach mal versucht, die Aufgaben zu lösen. Pausiert das Video an der Stelle, ich springe natürlich gleich zur Lösung und dann vergleichen wir. Ich wünsche viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung, und zwar zur ersten von vier Folien, die ich brauche. Hier ging es ja wieder mal darum, die ganzen Gruppen, ich sag mal, zu sortieren, je nach taxonomischer Zuordnung. Beginnen tun wir bei den Euteriodontia, zu denen gehören die Bestienköpfer, die Pterocephalia und die Hundezähner Cynodontia. Von den Cynodontia leiten sich die gekerbten Kiefler ab, Carasso sognatus. Die Nachhundezähner Epicynodontia, von denen aus gehen wir gleich weiter, die Vorhundkrokodile Procynosuchus und Schwinia. Die Nachhundezähner teilen sich wiederum in die Galesauridae, die Platycranielus, Trinaxodontidae, die Hundeechsen Cynosaurus und die wahren Hundezähner Eucynodontia ein. Zweitens, wie lautet die Phalangenformel der Bestienköpfer Pterocephalia und welche andere Gruppe gleicht diese? Ja, die lautet 2, 3, 3, 3, 3 und gleicht damit jene der Säugetiere Mammalia. Drittens, nenne vier Apomorphien der Hundezähne, Cynodontia. Ja, vier musste man wählen, da war das breite Schläfenregion und weit ausladendes Jochbein, das Vorhandensein von sekundären Gaumen, welcher Atem- und Nahrungsweg trennt, Ansätze für zwei Kopfgelenke am Hinterkopf, sie hatten vier Kreuzwirbel, im Unterkiefer sind 7 bis 13 Backenzähne vorhanden, die bereits molare und prämolare unterschieden werden können. Und last but not least, die Reduktion der Phalangen allerdings zunächst auf 2, 3, 4, 4, 3, die Säuger später dann auf 2, 3, 3, 3, 3. Okay, und viertens, erläutere folgende Fachbegriffe: adaptive Radiation, Septomaxilla und Piscivor. Ja, die adaptive Radiation ist eine schnelle, vielseitige und diverse Evolution einer Gruppe in andere Gruppen. Das wäre so das Kürzeste, was mir dazu einfällt. B. Die Septomaxilla ist ein Knochen bzw. eine knöcherne Ausbildung, welche Nasen- und Mundraum trennt. Und die Piscivoren sind Fischfresser, das heißt also Lebewesen, welche sich hauptsächlich vom Verzehr von Fischen ernähren. Gut, damit sind wir für heute durch. Ich weiß, es war heute nicht ganz so interessant, muss ich gestehen. Wie gesagt, es hat nicht so viel hergegeben. Aber wir nähern uns wirklich immer mehr den Säugetieren, dürften in ein, zwei Vorlesungen dann auch da ankommen. Und ab da wird es wieder spannend, da halt wirklich greifbarer und nicht nur haufenweise ausgestochene Gruppen. Bis dahin verabschiede ich mich. Würde mich über einen netten Kommentar freuen. Daumen hoch hilft mir immer, Glocke aktivieren und alles weitere. Ihr kennt das ganze Spielchen. Auf jeden Fall freue ich mich natürlich, wenn ihr mir weiter hold bleibt. Und bis dahin sage ich Tschüss!